Hallo meine Lieben, lange angekündigt und jetzt endlich umgesetzt. Jetzt bin ich hier, wir sind umgezogen und ja, da ging es natürlich drunter und drüber, wie man es sich draußen denken kann. Nutze ich endlich mal die Gelegenheit und spreche ein paar Worte zu euch. Jetzt ist nämlich gerade der Papa draußen mit dem Noah und die kaufen im Baumarkt gerade einen Rasenmäher. Und da dachte ich mir, komm, jetzt setz dich doch mal schnell vor die Kamera und sag mal Hallo. Hallo, es ist jetzt sehr, sehr lange her, dass ich mit euch gesprochen habe und jetzt wollte ich euch auch mal erzählen, was wir so gemacht haben, wie es uns so geht, wie es dem kleinen Noah geht. Der Noah ist jetzt mittlerweile 23 Monate alt, fast, und er wird im nächsten Monat 2 Jahre, das heißt eine große Party. Ich habe mir auch schon einige Dinge überlegt, die ich gerne umsetzen möchte. Der Kleine fährt voll auf Kikaninchen ab, damit getanzt, damit gesungen, wird alles nachgemacht. Ich nehme das auch mittlerweile auf und wenn ich dann irgendwie kochen möchte, in Ruhe oder irgendwie mein Workout absolvieren möchte, ohne dass der Kleine mir jetzt dazwischen rennt und mir die Hand wieder wegklaut, wie sonst immer, dann mache ich mal kurz Kikaninchen an und dann klappt das wunderbar. Also es sind jetzt ein paar Fortschritte entstanden. Ich kann viel, viel mehr machen gerade. Der Kleine ist jetzt ein bisschen größer, der versteht auch viel mehr. Er versteht eigentlich alles. Alles, was ich sage, hol mal den Teller, bring das mal dahin, räum auf, also aufräumen und so, das versteht er alles. Gibt auch sämtliche Tiernamen wieder und auch Geräusche zu den Tieren. Ja, klappt alles wunderbar und auch vor allem, wenn ich Sport machen möchte oder Dinge machen möchte, die mich betreffen, das klappt auch ganz gut mittlerweile. Das heißt, ich kann auch wirklich jetzt auch seit einiger Zeit ein Workout von 15 Minuten zum Beispiel komplett durchziehen, ohne dass er dazwischen kommt irgendwie, weil sonst wurde ich so 30 Mal vielleicht ja, unterbrochen und war die eine Hantel da, das kleine Gummi da hinten oder keine Ahnung was. Oder die Matte war plötzlich weggerollt. Ne? Aber jetzt macht er alles selbstständig und ja, und er liebt es auch, YouTube-Videos zu gucken. Also gerade wenn wir in der Bahn sind oder da, wo es ein bisschen heikel ist oder wir mal zum Essen eingeladen sind oder essen gehen, dann klappt es immer ganz gut mit den YouTube-Videos, die ich ihm dann anmache und dann guckt er auch selber, hält das Handy fest und ja, wie Kinder halt so sind, die lernen das recht schnell und dann wird ein bisschen hin und her gescrollt und dann ja, schaut er sich selber das an, was er gerne möchte. Das sind meistens so auch so Produkttests, so, wo Kinder mit Spielzeug spielen, das guckt er sich selber an. Ne? Also so, wo so Jungs mit Autos spielen und so weiter. Die Autos sind auch bei uns ganz groß im Rennen. Er hat ja so mehrere größere Spielsachen auf diese. Der hat nicht viel Spielzeug, das muss ich dazu sagen. Das klingt jetzt immer so, weil wir immer so viele Produkttests machen, hat er aber eigentlich gar nicht, weil ich auch viel verschenke. Aber der hat so ein paar größere Fahrzeuge, so Bagger und LKWs und so Sattelschlepper und so Polizeiautos und sowas. Und damit spielt er halt gerne. Und die belädt er halt auch gerne mit seinen Legosteinen und dann fährt er damit durch die Gegend. Er spielt auch sehr, sehr gerne mit dieser Racingbahn, die ich auch mal bekommen habe von Kiko. Die findet er total toll. Und ja, Lego, ne, ganz klare Sache, das liebt er total. Also es wird jeden Tag gebaut und gespielt. So sieht eigentlich im Grunde unser Tag auch aus. Ne? Wir stehen morgens auf, meistens so um 6. Er verspätet sich seltenst, dass er mal später wach wird. Und dann fangen wir an mit Zähneputzen und Waschen und dann gibt es auch schon seinen Frühstücksbrei. Also er liebt ja diesen, das ist das Einzige, was er noch so an ja, so Babykram noch so isst. Ne? So diesen Hip-Brei mit mache ich mal so Apfelmus rein, ne? So Bio-Apfelmus mache ich immer ein bisschen rein. Und das isst er halt. Das ist so praktisch sein erstes Frühstück. Ja, und dann wird gespielt, gerannt durch die Wohnung. Wir haben jetzt ein sehr, sehr großes Wohnzimmer von über 55 Quadratmetern. Und ja, und dann rennt er auch weiter durch bis zur Haustür und zurück. Das sind so mal eben, ich weiß es gar nicht, vielleicht 60 Meter oder sowas. Das ist wirklich sehr groß. Und dann wird die Mama richtig schön geschliffen und Mama muss mir mitlaufen. Dann spielen wir immer 1, 2, 3, dann zählen wir runter und dann heißt das wieder Laufen, Laufen, Marathon, Laufen, Laufen, Marathon, findet der total klasse. Ja, und ich bin immer mal total verschwitzt und fix und fertig. Ja, ich brauche eigentlich gar kein Laufband mehr, der trainiert mich eigentlich ziemlich gut. Ne? Ja, und dann spielen wir ein bisschen Lego und dann spielen wir auch noch danach ein bisschen mit dieser Racingbahn. Und dann mache ich mich dann irgendwann fertig oder mache vorher meinen Sport. Auch immer nur so 15 Minuten. Und das reicht auch, weil ihr wisst ja, ich mache sehr komplexe Übungen, das heißt Arm und Beine gleichzeitig. Damit spare ich mir eigentlich einen zweiten Block. Also wenn ein Workout eigentlich so 40 Minuten dauert, dann bin ich aber schon in 15, 20 fertig. Also auch komplett mit denen und allem. Dann gibt es dann mein Frühstück und für ihn dann das zweite Frühstück. Dann kriegt er von mir noch alles ab.
ne, so Rührei oder Ecke von einem Brötchen. Oder meistens spiele ich ihm dann schon mal so ein Vollkornbrot, schneide das in so Karrees und dann ein bisschen Frischkäse drauf auf sein Tellerchen. Und dann wird das gegessen. Das findet er auch immer sehr lecker. Oder ein gekochtes Ei findet er auch großartig. Ja. Und dann machen wir uns fertig, gehen entweder in den Garten. Wir haben jetzt einen sehr, sehr schönen Garten. Den zeige ich euch demnächst mal, wenn wir den fertig gemacht haben. Aber jetzt gerade ist es noch ein bisschen kalt und noch ein bisschen matschig. Und ja, der Papa hat heute, wie gesagt, einen Rasenmäher gekauft. Und wenn wir alles schön fertig haben, dann zeige ich euch den mal. Ja. Und ja, mit Sorsen gespielt, bisschen Stein hin und her geschoben und Steinchen hier haufen und da ein Steinchenhaufen gemacht und ja, danach wieder alles aufgeräumt. Das macht er immer ganz gut, das Aufräumen, das funktioniert noch. So sieht eigentlich unser Tag aus. Dann mache ich immer mal zwischendurch Mittagessen. Der Kleine, ihr wisst ja, der schläft ja kaum. Das habe ich ja schon erzählt irgendwann mal, aber das hat sich auch kaum geändert. Jetzt, wo wir aber in der neuen Bude sind, da läuft er noch mehr und rennt auch noch viel mehr. Und wenn er dann mal Mittagsschlaf macht, dann kommt das auch schon mal vor, dass er 2 Stunden schläft. Und dann, Halleluja, kommen wir vor 11, 12 Uhr nicht ins Bett, weil er dann noch wach ist. So, ja. Es gibt tatsächlich Kinder, die brauchen sehr wenig Schlaf. Ich habe auch schon mit dem Kinderarzt gesprochen, der sagte, ja, der ist gern gesund, wohlgenährt, alles gut, picobello, alle koordinativen Fähigkeiten vorhanden, alle sprachlichen vorhanden, also alles stimmt. Er sagte, es gibt einfach Kinder, die brauchen wenig Schlaf und dazu zählt halt der Noah. Ja, muss ich jetzt halt immer nur irgendwie mit klarkommen. Das ist natürlich auch anstrengend, ne? Man ist dann auch ziemlich platt, weil ich brauche die Pausen. Man sagt mir immer, ja Linda, schlaf doch einfach, wenn das Kindchen schläft. Gute Idee. Ich kann ja auch kochen, wenn das Kind kocht und ich habe das nämlich irgendwann mal so gelesen, so ein Zitat. Ja, und ich habe auch jetzt bei uns im neuen Heim ein eigenes Home Gym. Yay! Ein Home Gym, das heißt, ich habe einen eigenen Raum mit allen Sportgeräten, mit meinem Laufband, mit allen Hanteln, mit einem Step. Ich habe da mittlerweile auch einen Kabelzugturm, wo ich auch Latübungen machen kann und richtig schön arbeiten kann. Wir haben auch jetzt eine Hantelbank mit Scheiben bis 120 Kilo, auch für meinen Mann. Er will es jetzt auch im Fitnessstudio abmelden. Also jetzt haben wir im Grunde ein richtig vollwertiges Fitnessstudio hier und ich bin da so glücklich drüber, so happy. Das heißt, wenn dann Papa am Wochenende in Ruhe da ist, dann kann ich einfach mal runtergehen und eine Stunde richtig Hardgas trainieren oder mal eine Stunde laufen gehen auf dem Laufband oder draußen laufen gehen. Aber es gibt natürlich auch Tage, da kommt halt später nach Hause und wenn ich dann noch Bock habe, dann gehe ich dann hier aufs Laufband und muss dann nicht draußen durch die Kälte, durch die Nässe oder halt irgendwo im Dunkeln durch die Gegend rennen. Weil ich bin nicht der Typ, der sich eine Stirnlampe aufsetzt und durch die Gegend rennt. Bin ich nicht. Ich habe da auch ein bisschen Schiss, muss ich auch sagen. Ja. Aber ich bin voll happy, dass wir jetzt ein Home Gym haben und das möchte ich euch so, so gerne zeigen. Wir sind gerade dabei, die letzten Feinheiten zu machen und das ein bisschen aufzuräumen und schön zu gestalten. Ja, mit ein bisschen Wandfarbe und ja, vielleicht einen schönen Motivationsspruch noch an die Wand. Irgendwie, don't give up oder was weiß ich, ne? So, oh, letzte, schaffst du noch? Ja, irgendwie muss man es sich ja ein bisschen schön machen. Dann kann ich hier mich richtig schön austoben und ich bin jetzt hier gerade bei mir im Büro, mein kleines Studio. Es ist hier ungefähr so 10 Quadratmeter groß und das zeige ich euch auch nochmal auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall noch eine Roomtour und ja, jetzt werde ich es mir hier so langsam schön gemütlich machen. Ich habe auch schon einen coolen Teppich in Lila und habe mir auch so coole Boxen geholt für mein Büro Expedit und mit so Sternchen. Und ja, dann mache ich es mir richtig schön und dann freue ich mich auch, wenn dann der Kleine im Kindergarten ist, hoffentlich, dass wir eine Zusage bekommen und dann kann ich hier nämlich richtig Gas geben, also auch täglich drehen und auch vielleicht 2-3 Mal die Woche was hochladen und dann gibt es auch noch mehr Fitness-Workouts, denn ich habe jetzt ein neues Workout entwickelt, das mache ich jetzt sehr, sehr gerne, weil ich werde ja auch immer gefragt, was ich für Übungen mache, außerhalb von Rückbildung und Schwangerschaftsvideos und da geht es ein bisschen härter zu. Das werde ich jetzt demnächst abdrehen. Das hat also nichts mit Rückbildung zu tun, sondern es ist schon etwas für die, ja, für die anspruchsvollere Mama, die fit werden möchte und auch abnehmen möchte, weil das kurbelt immer so richtig den Stoffwechsel an und lässt die Funde putzen und die Kalorien verschwinden und das Fett schmilzen. Yeah!
Ja, das war ein kleines Update von uns und jetzt kommen regelmäßige Updates, weil ich habe jetzt ein eigenes Büro und darüber bin ich ganz, ganz happy. Ja, und auch eine Roomtour natürlich, das ist angekündigt. Und es wird noch eine Neuerung geben demnächst. Ich werde meinen Kanalnamen umfirmieren. Ich denke, ich werde mir einen neuen Namen überlegen. Ich bin mir aber noch nicht so sicher und deswegen richte ich mich auch an euch, meine lieben, treuen Follower. Was würdet ihr mir für einen Namen für meinen Kanal geben? Weil ich bin echt am Überlegen und ich kann meine Gedanken nicht zu Ende bringen, weil der Noah wieder irgendwas möchte. Der kleine Fratz. Oder ich nehme einfach meinen Namen. I don't know. Sagt mir bitte, was euch einfällt zu meinem neuen Kanalnamen oder ob ihr die Idee überhaupt gut findet. Und schreibt mir das einfach in die Kommentare rein. Ne? Ich freue mich wirklich über jeden Post, weil ich gerade ein bisschen ideenlos bin. Und auch so eingespannt bin. Deswegen kann ich gerade meiner Kreativität nicht so viel Raum geben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir noch ein Like. Ich grüße euch von Weitem und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, bis bald. Bye bye.